Leute, ich glaube, diese Folge können wir die Folge der Erkenntnisse nennen. Zumindest bei einigen Kandidaten. Und damit herzlich willkommen zur 8. Folge von Island! Woo! Die letzte Folge endet ja damit, dass Sarah ein Schlüsselloch bekommen hat, wo sie dann gesehen hat, dass Nico komplett am Rad dreht und daraufhin möchte sie sich bei trennen, bleibt allerdings weiterhin bei Temptation Island. Da starten wir auch gleich wieder rein. Wer sich natürlich bei dem die ganze Folge angucken will, kann es gerne machen auf RT Plus. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wie immer, den Kanal abonnieren. Wir müssten die 90.000 sogar jetzt bald haben oder jetzt gerade geschafft haben, irgendwie so. Finde ich gut. Die 100.000 machen wir bitte auch noch irgendwann voll in 10 Jahren oder so. Ist ja egal. Ja, jetzt starten wir rein, ne? Was ist das denn für eine Lethargie? So geht's aber nicht weiter. Da haben wir doch was. Alter. Ja, jetzt geht die Spannung in der Männervilla nämlich auch los. Die Frauen wurden morgens damit geweckt. Die sind zum Glück alle schon wach. Müssen sich damals auch vom Fernseher versammeln, weil jemand ganz Bestimmtes, unser Herzensmensch, bekommt ein Schlüsselloch. Der ist hier hingegangen mit mir, um meine Treue zu testen. Ich glaube halt wirklich, der hat sich gar nicht richtig ausgelebt. Das glaube ich halt echt bei dem, ne? Luis wird mit der Realität konfrontiert und muss erkennen, dass Tatum gar nicht so glücklich über die ganzen Aktionen von ihm ist. Und naja, jetzt geht's auch noch weiter. Bin am Arsch. Weißt du, was ich glaube bei unseren Freunden, auch vor allem bei uns beiden, dass die am Ende, kurz bevor die uns wiedersehen, vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie checken, was sie gemacht haben, weißt du? Oh mein Gott, dann hab ich Adrian da ganz kurz gesehen. Also, oh mein Gott, sie redet mit Charlene, das bedeutet, ich habe auch Kacke gebaut. Wusste ich gar nicht. Ja, der ist auch ein bisschen jetzt unsicher. Nicht so, was geht hier jetzt ab? Halt einfach nur ein der mich nicht verdient hat. Eigentlich will ich ja, dass Deutschland sieht, dass er ein ist. Und das sind, glaube ich, dann nochmal richtig harte Bilder. Ich meine, wir verstehen alle Tatum, weil wir erleben quasi mit, was sie ja erlebt, in einer leichten, abgewandelten Form. Luis denkt sich schon jetzt aber so, oh mein Gott, die kann sich ja gar nicht ausdrücken, peinlich, was die macht. Der Anfang hätte ihn vielleicht wachrütteln können, aber der Rest nicht. Ja, sie meint nicht dich. Sie meint nicht dich, Bruder. Hundertprozentig nicht. Wie denn sonst? Also, man kann sich das ja alles immer sehr schön reden, aber das... Sie meint auf jeden Fall ihn. Aber vielleicht hat sie einfach über einen Verführer geredet und man zeigt jetzt die Bilder, wie sie über andere Verführer redet. Ich glaube auch. Nee. 27 und er tut so, als wenn er noch nie er schon Titten gesehen hat. So auf diesen Fall. Ja, das hat Tatum auch gesagt und alle Männer schockiert. Nein, der Luis doch nicht, so verhält er sich nicht. Nein, er sagt immer nein, er hält Grenzen ein. Wir sind jetzt geschockt. Was ist das denn für eine Aussage? Aber es ist das, was ich sehen wollte. Echt? Ja. Sie hat gesagt, sie kann nicht mehr wegen mir heulen und sie heult wegen mir. Was ist das denn für eine Aussage? Also es bedeutet ja schon mal, wenn man das runterbricht, dass die ganz oft Streitigkeiten und Probleme hatten und Tatum richtig oft wegen ihm geheult hat, dass sie jetzt wirklich an der Grenze angekommen ist und gesagt hat, ich will nicht mehr, ich bin emotional so distanziert und kann nicht mehr heulen wegen dir. Und dann baut er so viel Scheiß, dass sie wieder anfängt zu heulen und er so, yes, das wollte ich sehen. Was für eine kranke Scheiße ist das? Da hat sie mir das Herz gebrochen, sie traurig und weint zu sehen. Aber wenn ich mal wirklich auf das Experiment schaue, ist es genau das, was ich erwartet habe. Oh Gott, imagine, er hätte jetzt so hart auf die Kacke gehauen, nur damit der Tatum so richtig an ihre Grenze bringt, damit sie heult, damit er sich einreden kann. Die liebt mich noch und die verletzt das jetzt, was ich hier gerade mache. Hat er das vielleicht mal zu Ende gedacht? Ich glaube nicht so ganz, ne? Der intellektuelle Luis hat es nicht zu Ende gedacht. Sie ist so böswillig, das ist so richtig, ich hasse dich und ich werde dich fertig machen. Und also da. Aber so auch für eure Zukunft, sie darf sowas nicht sagen. So auch im Streit, solche Wörter dürfen nicht fallen. Ja, natürlich ist es problematisch, wenn mit dem Streit sowas fällt und auch diese Aussagen getätigt werden. Allerdings ist, glaube ich, Tatum auch nicht mehr auf dem Trip, dass die noch eine gemeinsame Zukunft haben. Und dann ist sie einfach verletzt und haut raus. Und gut, die Verführerin stellen sich mal wieder auf die Seite der Männer. Müssen sie ja auch. Die sind so, oh mein Gott, ich bin so betroffen. Wie kann das nur passieren, dass man sowas sagt? Ich bin noch ein bisschen verwundert, dass sie im Interview das auch so sehen. Die haben alle die gleichen Knacks in der Birne. Ich finde, das hat halt einfach ein bisschen mit Respekt zu tun, so, weil, so wie du sagst, du machst sehr viel für sie und das ist der Dank dafür. Naja, sein Dank ist ja auch die ganze Zeit irgendeine Scheiße bauen. Ne? Also, da habe ich für Führerin jetzt auch vergessen, wie er sonst drauf ist. Sie sind ja dabei. Sie sind sehr dabei.
Also, ich kann es verstehen. Jeder müsste doch verstehen, wie Tatum reagiert. Er ist der Erwachsene in der Beziehung, kümmert sich um alles. Und ist halt wie so Vaterfigur für sie. Und sie hüpft da rum wie so ein kleines Kind, was noch nicht erwachsen ist, ja? Was? Vor allem, also erstmal, er ist die Vaterfigur in der Beziehung. Kritische Aussage. Mir kommt die Kotze kurz hoch. Und gleichzeitig verhält er sich doch einfach wie ein Kleinkind. Wirklich. Sie hat damit voll recht. Ein Kleinkind, das noch nie Brüste oder Ärsche gesehen hat. So verhält er sich die ganze Zeit. Wirklich. Also nicht ein Kleinkind, sondern ihr wisst, was ich meine. In der Zwischenzeit ist aber wieder Party bei den Frauen. Die haben zwar auch schreckliche Bilder bekommen, aber Sarah lässt sich davon nicht runterziehen. Sarah und Nino scheinen alle Sorgen vergessen zu haben. Oh mein Gott, und zu spielen sogar dieses Karten-Weitergib-Kuss-Spiel, was die bei Are You The One immer spielen. Nur da zeigen die, wie es halt richtig geht und dass man nicht die Karte bei jedem zweiten Versuch fallen lässt, um herumzumachen. Leute, das Spiel ist sogar recht einfach. Ich wusste es, ich wusste es. Ich glaube, du kriegst keine Bilder mehr. Du kriegst keine Bilder mehr. Oh mein Gott, und gerade hatten die Party-Laune und Spaß und den Tag ihres Lebens und schon wieder ein Schlüsselloch. Also sie sind damit aufgewacht, dürfen ein bisschen Action machen, um dann wieder ein Schlüsselloch zu bekommen. Also warum gehen sie nicht einmal alle durch, damit sie alle kurz heulen können? Es wäre, glaube ich, ein bisschen besser, als den ganzen Tag jetzt gefoltert zu werden. Würdest du lieber einen runter anstatt mit deiner Freundin? Manchmal eiskalt schon. Man muss nur sagen, sie kannte das vorhin. Ich war der erste Mann, der sie zum Kuchen gemacht hat. Oh mein Gott, dieser Blick! Was labert der da? Was geht bei dem? Ja, da erzählt er einfach brühwarm alles aus diesem Sexleben und auch, dass er manchmal einfach keinen Bock auf Charlene hat. Ist auch, das hört sich so richtig schön an, wirklich. Erzähl das weiter den Verführerin. Ich kann nur sagen, Dreamdate, du weißt Bescheid. Ich liebe es, dass sie es alle immer Dreamdate nennen. Dreamdate ist es beim Bachelor, um später mit einer weiteren Kandidatin näher anzubandeln, um dann irgendwann eine Beziehung zu führen. Und da ist das Temptation Date eigentlich. Aber nee, das verwechseln die ja immer, ne? Haben Sie eine Grundschule besucht? Das Problem ist, wir haben gesagt, wir reden nicht über Sex im Fernsehen, Mann. Ja, okay, ich habe nicht so viel Erfahrung, aber auch, ich finde, sowas gehört halt nicht in die Öffentlichkeit. Ja, allerdings zeigt es ja auch, wie sehr du deinem Freund vertrauen kannst. Ihr habt vorher Absprachen getroffen, er redet auch beim Fernsehen. Wundert es uns jetzt eigentlich nicht. Und okay, anscheinend war sie dann vielleicht doch unerfahrener und die Aussage an sich von Adrian könnte stimmen. Ist ja aber trotzdem nicht so geil, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, was er mir da erklären könnte. So, die Bilder sprechen ja für sich, ne? Ich kann ja nicht mal sagen, okay, das könnte echt ein bisschen schlecht geschnitten sein. Sondern Adrian hat es einfach verkackt. Und ich finde gut, dass sie jetzt nicht irgendwie ausreden und sucht die ganze Zeit so, oh, es ist schlecht geschnitten, oh mein Gott, ich will nochmal mit ihm reden, das kam vielleicht falsch rüber, sondern wirklich sieht, er ist ein Arsch, ciao. Also ich finde gut, dass sie sofort bam, mit der Realität konfrontiert wurde und sie annimmt. Finde ich gut. Das finde ich ja ganz gut. Macht man doch nicht. Ist das so schlimm, dass ich erst mit drei Leuten geschlafen habe, nein, oder was? Das ist sogar sehr, sehr schön. Es ist weder noch, weder schön noch schlimm. Es ist einfach vollkommen irrelevant, weil es ist, sagt nichts über dich aus und es ist komplett egal. Die Männer haben natürlich dann aber auch weiterhin ihr Best Life, was sie leben und werden wahrscheinlich gleich auch nochmal gestört, aber vorher können sie entspannen. Also generell versuchen die Frauen hier alle Probleme von uns Jungs wegzuhalten und der Vibe stimmt immer noch. Sommer, Sonne, Wasserball, das Leben könnte so schön sein. Wäre da nicht der Temptation Sound? Ich liebe wieder einige Verführerfrauen rumchillen, sich denken, boah, jetzt nach einer Woche habe ich auch gar keinen Bock mehr. Wir müssen aber weiter durchziehen, ne? Also, die müssen sich auch mal wieder von den Männern ein bisschen entspannen. Aber zum Glück kommt der Temptation Sound, die werden abgelenkt. Ich glaube, er weiß gar nicht, was er hier gerade alles verliert. Nee, ernsthaft jetzt? Wenn ich jetzt mal so überlege, ich mache alles für den, alles. Ich gehe den ganzen Tag arbeiten. Oh Gott, eine Realitätsklatsche auch nochmal für Adrian. Vielleicht hilft's. Vielleicht sieht er das und denkt sich so, oh, ich hab's doch nicht so drauf. Ich schmier den abends um 23 Uhr die Butterbrote für den nächsten Tag. Nicht er, obwohl der viel, viel früher zu Hause ist. Oh, er versteht's nicht, wie er so lächelt. Ja, das macht sie halt. Die ist halt ja auch die Frau, ne? Das ist ihr Job. Oh, Adrian, nein. Ich würde, ohne Witz bei Gott, ich bin gerade so stolz auf mich, wie ich mich beherrsche. Ich weiß. Bist du jetzt auch Psychotherapeut? Nee, das weiß ich. Du bist alles, was ich will, ne? Alles, was du möchtest. Alles außer Adrian. Ja, der kannst du auch nicht sein. Okay. Gott, Adam supportet aber richtig die Boys immer, ne? Obwohl es komplett unnötig ist. Ich glaube, niemand möchte auch so sein wie Adrian. Das war eher schon eine Beleidigung, Adam. Aber bau es um. Adrian kann nochmal eifersüchtig sein.
Wow, und da war dann doch schon eine größere Kuscheltime im Bett, als sie da in der letzten Folge gemeinsam übernachtet haben. Der Verführer hat sich schon ein bisschen mehr an Charlene rangemacht und sie hat es zugelassen. Und Adrian fühlt sich bestimmt jetzt bestätigt oder so. Das klang scheiße, oder? Also uns dann sagen, wir übertreiben. Ja. Wir übertreiben, wir sind harmlos gegen unsere Frau. Sorry. Also was habe ich nicht gemacht? Doch hast du, Adrian, seit Folge 1. Liegst du mit den Frauen im Bett, lässt dich überall begrapschen und alles. Also... Die müssen jetzt nicht so auf unschuldig tun, wirklich nicht. Dürft nicht vergessen, ich bin eine zarte Pflanze. Ich mich so auf, aber keine Ahnung. Wer ist mit dem anderen auf Date? Okay, aber immer dieser selbe Typ. Aber sie ist nur mit ihm. Du weißt, was ich meine? Ja, du warst doch bis jetzt vor kurzem auch nur mit Melissa und hast sie ausgetauscht gegen eine Verführerin, die genauso aussieht, nur noch mal ein bisschen schlimmer drauf ist. Also, so viel besser ist es jetzt auch nicht. Nur das im Bett die Zähne oder tanzen, okay, aber dieses schlecht drehen finde ich am schlimmsten, weißt du? Ja, und vor allem seit Tag 1. Das, ne? Das Problem ist, dass wenn ich irgend so ein Doofer, weißt du, ich meine. Kann nichts anderes. Das kann sie gerade nur. Und Luis mischt sich doch mal, ich liebe es. Sie kann halt nichts anderes, die Frau. Sie weiß, sie kann nicht nur schlecht reden, weil du so ein toller Mensch bist. Und sie muss irgendwas erfinden. Irgendwelche Lügengeschichten über dich, Adrian. Du bist so ein toller. So toll. Richtig süß. Ich habe mich hier voll weiterentwickelt, habe ich auch gesagt, durch euch alle. Das finde ich aber schön. Mhm. Und irgendwann wirst du so stark, dass du sagst, ey, der hat eine Macke, den brauche ich nicht. Ich brauche jemanden, wo ich weiß, ey, zu 100% passt du. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle haben sollten. Also du musst nicht jemanden finden, der zu 100% passt, sondern auch gerne große Überschneidungen und man wächst dann zusammen und hat auch vielleicht einfach getrennte Dinge, die man nicht miteinander teilen muss. Das ist alles ganz toll, eine Beziehung auf Augenhöhe reicht ja erstmal schon. Aber ich finde es schön, dass sie aus ihrer Bubble da rausgekommen ist und dann bei Temptation Island was gelernt hat. Ist auch für toll. Temptation Island Bildungsfernsehen, Leute. Fühlt sich halt auch extrem geil, aber der kriegt auch extrem die Bestätigung auch von seinen Jungs und so, dass er immer der geilste ist und hier auch, weil der halt groß und breit aber ist. Aber früher stand ich ja auch auf sowas und da steh nicht mehr auf sowas. Das ist gar nicht mehr mein Typ. Ja, das habe ich bei Lorena aber auch gedacht. Sie sieht halt leider so aus und verhielt sich am Anfang zumindest so wie jemand, der voll so auf Kerle steht, die sich sehr viel zu geil sehen und zu ernst nehmen. Aber nein, ist sie nicht. Sie hat Adam und ist mit ihm glücklich. Und ich glaube, manchmal sollte man nochmal überdenken, was man eigentlich so wirklich will und geil findet. Adrian ist natürlich aber ganz komplett geschockt von diesen Bildern, die er jetzt bekommen hat und muss sich dann nochmal ausruhen. Und Justina und Adrian? Die genießen vertraute Zweisamkeit. Doch diese geile Mausi braucht Liebe. Oh, und die beiden kuscheln jetzt gemeinsam auf dem Sofa. Sie liegt auf ihm drauf, sie streicheln sich gegenseitig. Schön vertraut und zärtlich. Wo er sich gerade eben noch drüber aufgeregt hat, über Ähnliches. Nicht ganz gleich, aber doch schon ähnlich. Ich muss sagen, ich bin richtig glücklich neben Adrian. Ja. Wirklich? Ich dachte, du schauspielst es wenigstens nur, aber du findest das wirklich toll? Was ist mit jedem falsch? Das ist okay, pass auf. Da natürlich aber auch langsam der Abend dann wieder anbricht, ist auch wieder Zeit für Party, Leute. Party! Bei Nino wissen wir auch alle, dass Nino ein kleiner Player ist, ne? Nino spielt gerne ein bisschen. Aber das gefällt der Sarah gerade ein bisschen. Ein bisschen Abwechslung, ein bisschen flirty, ein bisschen mit Nino. Ich meine, es ist immer noch Antonino, der bis jetzt nicht so gestrahlt hat mit Aussagen, die er tätigt. Flirtversuchen ist jetzt nicht so das einzig Wahre, ne? Die Sarah ist nicht einfach nur eine Maus, die Sarah ist eine Frau. Für ihr Alter ist es schon, wo du sagst so, das ist schon eine Frau zum Kennenlernen, ne? Er ist schon eine Frau, wo du sagst, sie hat Qualität. Oh mein Gott, er tätigt so schöne Aussagen über sie. Du bist eine Frau, da würde ich fast sagen, er hat Qualität. Du bist keine Maus, du bist eine Frau. Wow, boah, das holt mich ja voll ab jetzt hier gerade, ne? Also Antonino, der weiß echt, wie man Komplimente macht, ne? Ne? Um Gottes Willen, niemals. Das ist so krass, weißt du, so eine Frau, wo ich so sagen kann, die könnte mich so ein Baby machen. Die könnte mich einmal so ein Baby machen. Warum ist Antonino kein Dating-Coach? Ich verstehe es auch nicht, weil das sind doch wirklich... Stell dir mal vor, du bist in einer Beziehung, noch, ein Typ kommt auf dich zu, kriegt nie was gebacken an wirklich Aussagen und sagt dann sowas zu dir und du denkst dir so, ja, und unser Kind ist dann genauso? Nee, danke. In der Männervilla herrscht allerdings diesmal gar nicht so viel Party. Allerdings hält das Adrian nicht ab. Der macht ein bisschen Party in seinem Zimmer, ne? Guck mal mein Arsch in der Unterhose. Ist krank, ne? Ist krank, Mann, ja. Krankvoll. Warum musste er jetzt das seiner Verführerin präsentieren? Ich muss zugeben, ich habe kurz gedacht, der hätte sich in die Hose geschissen und wollte ihr sagen, wie voll das ist und das ist sein Kink. Aber nein, er wollte nur sein super juicy Bubble Butt präsentieren und die Verführerin so, ja, toll. Ja, sie findet es wahrscheinlich wirklich geil. Vielen Dank, Adrian, dass du hier so Gas gibst. Aber so wie ich das mitbekommen habe, behandelt sie Charlene eh echt nicht gut.
Und ich denke, spätestens, wenn du hier aus dem Haus rauskommst und wieder in dein Kinderzimmer ziehen musst, dann wirst du merken, was du verloren hast. Boah, das war jetzt aber auch ein harter Diss. Und der ist bereit für Charlene. Und ich kann mir vorstellen, dass die am Ende wirklich mit dem noch rausgeht. Also, dass sie sich trennen. Und vielleicht gehen die auch beide mit einer neuen Beziehung raus. Beide mit einem Verführer bzw. einer Verführerin und werden glücklich in ihren seltsamen Beziehungen. Wenn es dir gut tut mit ihm, ne, gerade so, dann go. Ja. Das Problem ist halt, der hat mir so ein bisschen von seiner Vergangenheit erzählt. Und die Vergangenheit trifft halt 1:1 auf Adrian zu. Und das sollte vielleicht schon eine leichte Red Flag sein, dass man sich denkt, ich bin gerade noch in einer Beziehung mit dem problematischen Freund. Dich habe ich in einer TV-Sendung kennengelernt, wo du mich für Geld verführen sollst. Und du bist genauso wie mein Freund von der Vergangenheit her. Hey, lass mal eine Beziehung starten. Es klingt nicht wie der geilste Plan ever. Wie fandst du den Tag heute schon? Christina, ich meine nur mit dir, also muss sie ja gut gewesen sein. Ich küsse mein Auge. Das sind übrigens die Deep Talks bei den beiden. Hätte man sich auch denken können, ne? Bei dir sieht man, also guck mal, ich dachte so, bei dir sieht man, dass du nicht langweilig bist in den Augen. Bibi. Also ich glaube, mit Justina hätte man auf jeden Fall sehr viel Spaß, wenn man mit ihr in einer Beziehung ist, sehr viel Action. Ich sehe da bei den beiden irgendwie gar keine Connection. Also er findet sie einfach nur richtig scharf und sie will, glaube ich, einfach nur ins Fernsehen und er rafft es nicht. Also ich kann ihr einfach nicht abkaufen, dass sie ihn scharf findet, auch wenn ihr es jetzt behauptet. Ich glaube, die spielt hart eine Rolle und der merkt es nicht. Und oh Gott, unangenehm einfach nur alles. Doch nur unangenehm. Was denn? Was denn? Oh, und jetzt knutsche ich ihn sogar ab und er nur so, Mann, was machst du denn? Ja, der will's auch, ne? Er ist auch sehr selbstbewusst. Also er ist wirklich sich ganz sicher, dass er der Typ ist, der alles drauf hat. Was mehr Männlichkeit, dass die alle zusammen, ja, zusammen alle einen Gang runterfallen. Und da gibt's auch nochmal einen Kuss zurück auf die Stirn und die labert ihn weiter voll mit dem, was er hören will. Ich glaube, sie ist einfach gerade nur da, sein Ego zu pushen. Sie hat rausgefunden, wie sie ihn verführt. Einfach nur die ganze Zeit sagen, wie toll er ist und der springt drauf an. Bilderbuchbestellung, Katalogbestellung bist du. Also ich bin aber halt optisch auch voll ihr Traummann, ne? Er glaubt ihr einfach jedes Wort und ich liebe es. Ich liebe es. Ich möchte eigentlich am Ende sehen, wie sie am Ende der TV-Sendung sagt, ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf den. Ich fand den nicht so geil. Vielleicht einmal drüber rutschen, wenn sie Bock drauf hat, aber sonst mehr nicht, ne? Ja, allerdings, sie musste dann später sein Zimmer trotzdem verlassen. Gemeinsam schlafen ist ein No-Go. Bei Charlene sieht das anders aus. Mika ist zu meiner Bezugsperson geworden und ja, wir verstehen uns richtig gut. Wir kuscheln nachts, ja. Wir kommen uns näher, es bleibt alles über der Gürtellinie. Und auch über der Bettdecke. Richtig, richtig gut. Und die hat den sich jetzt einfach schon zum Kuscheln gegrabt. Also sie ist jetzt schon voll im Trennungsmodus und irgendwie bin ich auf dieses Wiedersehen eher gespannt. Also langsam, ich bin ready dafür. Ich will es sehen, wirklich. Also ich vermisse wirklich meine Freundin von Tag zu Tag mehr. Also ich denke jede Sekunde an das gestrige Schlüsselloch. Oh, und das hat Luis auch getroffen. Also vielleicht kommt bei ihm langsam die Erkenntnis und er kriegt nicht die Kurve. Aber er könnte verstehen, was er gemacht hat und dass es vielleicht nicht so clever war. Da lief ja was bei euch, ihr wart ja nah zusammen, bla bla bla. Ja, es war ja auch meine Rache danach. Eine Reaktion einfach auf Luis. Zweites Lagerfeuer, was ich halt eben gesehen habe. Ja, Tatum, allerdings, wir sollten aus vielen Staffeln von Temptation Island gelernt haben, eine Reaktion und eine Rache in der Sendung zu geben, ist nicht der klügste Move. Vor allem, das zeigt, dass man kein Stück besser ist. Aber so handelt sie einfach die ganze Zeit, ne? Okay, aber es ist halt genau meistens dasselbe. Ja, aber das ist ja voll so ein Auge für Auge. Und ich lieb's voll, dass der Verführer ihr ein bisschen die Augen öffnet. Das ist bei Tatum manchmal ja auch nötig. Also, wegen ihr. Nicht wegen ihren Lashes, Leute. Nicht wegen ihren Wimpern, sondern weil sie ja manchmal so einen Tunnelblick hat auf die Probleme. Und ich finde schön, dass er wirklich Klartext mit dir jetzt sagt, ey, Girl, das ist nicht so das Cleverste, ne? Gefällt mir gut. Naja, wir kümmern uns allerdings weiter um die Adrian-Verführershow da. Ich finde, du hättest auch richtig so ein Fußballer oder so sein können, so optisch. Ja? Ja, übelst. So zum Beispiel so Rapper oder Musiker, finde ich, passt nicht zu dir. Nee, ne? Nee, da siehst du viel zu gut aus. Oh mein Gott, Starbild, oh mein Gott, ich sehe aus wie ein gut aussehender Fußballer. Danke.
darf ich mal anmerken, dass ich die meisten Fußballer optisch gar nicht mehr so hot finde? Ist also für mich eher eine Beleidigung. Aber okay, okay. Okay. Also ich wäre tatsächlich sehr glücklich darüber, wenn mehr daraus entstehen würde. Ich kann dir das immer noch nicht abkaufen. Also sie sagt das jetzt auch sehr, sehr häufig. Ich verstehe auch nicht ganz, wie das plötzlich passiert ist. Also die ganze Zeit war Melissa da und man hat von ihr nie was mitbekommen. Und dann plötzlich, boom, ist sie da. Love forever von Anfang an anscheinend schon. Sie kennen sich jetzt ewig. Und ich glaube, sie genießt auch einfach nur, dass sie jetzt gemerkt hat, wenn sie mit Adrian viel Zeit verbringt, dass sie dann auch viel mehr in Interviews gerufen wird. So, hey, wir brauchen dich. Wie heißt die eigentlich? Ich habe ihren Namen komplett vergessen. Egal. Hey, wir brauchen dich nochmal, Mädchen von Adrian. Bitte Interview. Und dann sie so, ich? Und dann labert die wieder irgendwas. Ich glaube, das ist es eher. Ich habe es gecheckt, lange Runde. Theoretisch gibt es ja auch keine Hoffnung. Ich meine, so, selbst wenn er die Reue zeigt, ja, Hoffnung. Natürlich hoffe ich auf Reue. Aber wie willst du das jetzt schaffen? Ja, es ist einfach das wieder schon gut zu machen. Genau. Vor allem, da Charlene jetzt auch schon in ganz anderen Sphären unterwegs ist. Man muss allerdings dazu sagen, ich finde es wirklich eine gute Aussage, dass sie sagt, hey, selbst wenn er es bereut und sich entschuldigt, heißt es ja nicht, dass dann wieder alles gut ist. Und das denken ja ganz oft Menschen, bauen irgendeine Scheiße, entschuldigen sich und dann ist alles super. So läuft es ja nicht. Wenn du ein bisschen Spaß hast, so haben wir ja auch, ist ja in Ordnung. Aber das übertrifft alles, schlimmste Staffel. Und das sagten die irgendwie schon seit der ersten Folge. Und dann habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht, was man so in anderen Staffeln bis jetzt gesehen hat. Also wir hatten ja so schon so Staffeln, wo dann in der ersten Folge alle im Whirlpool waren und der Verführermann seinen Fuß in den Mund der Verführerin gesteckt hat oder andersrum. Ich weiß nicht mehr genau, wo alle waren, so, oh Gott, was geht da ab? Mark Robin letzte Staffel war trotzdem absolut die Härte und dann fand ich schlimmer als das, was die Männer da machen, weil da wirkt es wenigstens so falsch und berechnend und echt, was er macht und nicht so gefaked. Also ich glaube, es ist nicht die schlimmste Staffel. Ah, heute ist Silberparty. Silberparty! So laufen übrigens YouTube-Drehs hinter den Kulissen immer ganz genau ab. Alles so, ja, machen wir machen. Oh, wir müssen jetzt mal kurz motiviert in die Kamera schreien. Silberparty! Also, man ist immer nur vor der Kamera aufgedreht und im Real Life ein bisschen weniger. Es ist unglaublich, es ist wunderschön, Nico. Ich habe, glaube ich, noch nie was Besseres in meinem Leben gesehen. Toll, einfach toll. Ich muss dazu sagen, ich finde eigentlich Gruppendance ist immer ganz gut, wenn es nicht gerade Macarena oder so ein Scheiß ist. Aber ja, viel Spaß dann, ne? Meanwhile, wieder in der Frauenvilla. Aber findest du das? Du spürst das schon, ja? Du merkst das schon, oder? Ich weiß nicht. Nee, wovon redest du? Diese Anziehung zwischen uns, merkst du das nicht? Ich spüre da irgendwas ganz Besonderes. Und Sarah so, no, Antonino, einfach no. Aber er spürt es, er weiß es, er will sie. Und er kriegt sie bestimmt irgendwann. Ganz bestimmt nicht. Ein Glas Wasser? Gleich vielleicht. Ist gut, dann nimmt er einfach das Getränk weg. Ja, ich bestimme es jetzt. Das ist jetzt weg hier. Und ich so, okay, danke, dass du so auf mich aufpasst. Du bist der Beste. Ja, sie fand das dann irgendwie hot. Ich hätte mir gedacht, Brudi, ich bin jetzt nicht so besoffen. Du musst mir mein Getränk hier einfach wegnehmen. Ich meine, sie kippt jetzt auch nicht um. Ich hoffe, sie ist erwachsen genug, dass sie selber damit umgehen kann. Alles klar, aber das Getränk ist weg. Und mit diesem Move endet dann weirderweise auch einfach schon die Folge. Allerdings gab es einen krassen Ausblick auf die nächste Folge. Bilder sind eh da, dann kannst du das auch weiterführen. Es wird richtig gepimpert in dieser Folge. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. So gespannt. Allerdings, muss man dazu sagen, sah das Badezimmer nach der Männervilla aus. Und das bedeutet, Adrian und die Verführerin, sie werden loslegen. Ich lieb's. Das wird das Drama, was wir brauchen zum ersten Mal on cam. Also, es gab ja anscheinend schon mal dort bei der durchschnittlichen Sex, aber jetzt so richtig. Ja, Leute, und das war schon wieder mit der Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Könnt ihr auf alle Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.